Seid mir gegrüßt allerseits und willkommen zu einer neuen Duddleside hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir haben ja noch ein klitzekleines Level-Up, das wir uns natürlich auch mal gönnen wollen. Charaktere. Was gehen wir da überhaupt als nächstes an, ist die große Frage. Was haben wir denn hier noch ausstehen? Wir haben Klingenfokus. Beim Eintritt in einen Kampf wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt, erhöht das Schwert bei Schwertschlägen freigesetzte Adrenalin um 5% Pünktchen. Beim Wirken von Zeichen werden 3 Adrenalinpunkte, falls verfügbar, verbraucht, um das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Alle Boni werden freigeschaltet und die Zeichenintensität um 25% zu steigern. Adrenalinpunktgewinn plus 1%. Auch interessant. Aber wir wollen ja hier, glaube ich, ein bisschen weitermachen, gell? Zusätzliche Punkte für Freischaltung nötig. 3 Stück, okay. Das haben wir schon. Was können wir hier überhaupt noch machen? Marionette. Och, die Dinge sind eigentlich auch interessant. Gute Frage, nächste Frage. Bewirkt einen kontinuierlichen Feuerstrom, der einen einzelnen Gegner Schaden zufügt. Yippie-yay. Hartstoß. Was haben wir denn hier noch? Nein. Das ist natürlich schon mal ein bisschen besser. A trifft alle Gegner in einem bestimmten Umkreis. Die Chance auf Niederschlag verringert sich um 21%. Ja, aber hey, ist doch trotzdem gar nicht mal so schlecht. Ja. Schön oder auch nicht. Zerstört Geschoss im Wirkbereich. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Uiuiui. Gegner verlieren unter dem Einfluss von Irden 10 Vitalitäts- und oder Essenzpunkte pro Sekunde. An sich gar nicht mal so schlecht. Ach Mensch, verdammte Kacke, was nehme ich denn? Och nö, wir machen mal hier so richtig schön. So, ich habe auch lang genug jetzt mit Nachdenken verbracht. Wollen wir doch mal lieber an die Tat schreiten oder zur Tat schreiten, je nachdem. Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Halt die Backen und geh kacken. So, jetzt wollen wir erstmal das schöne Häuschen wegbringen. Das Häuschen aus dem Häuschen. Wieder eine Leiche gefunden. Kraus wieder unter deinem Stein. Auf den letzten Tropfen Blut, nur noch Haut und Knochen. Oh, das klingt ja ganz munter. Oha, da sind Wachen. Hoffentlich wollen die nicht wieder mal Prügelei beziehen. Ach du Schande, sind das viele Wachen. Ja, kann ja nur schief gehen. Na gut, die haben ja nichts mehr zu wachen. Der Boss Hodi ist ja tot. So, da ist der gute Mann doch. Na, in Anführungsstrichen guter Mann. Wir müssen reden. Bin ganz Ohrhexer. Ja, was anderes kann ich eh nicht auswählen, um mehr zu erfahren, deswegen kommen wir zum Punkt. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Ah, ja. Hey Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Ah, besser. Also, was hast du für mich? Max Borsolis Haus, wie verlangt. Eben mal aus der Hosentasche gekramt, das gute Ding. Die Papiere, wo sind sie? Habe ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus, du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesehen. Oh ja. Yeah.
Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Rechtsberatung suchen. Das ist schön. Ja, ich bin da mal wieder frech wie eh und je. Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag olgiert, dessen Bedingungen ich erfüllt habe. Komplett. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Mut. Mit Horst? Nein, leider nicht. Nein, ich habe mich mit seinem Bruder geeinigt. Und der hat dann Horst mit einem Goldleuchter den Schädel zertrümmert. Ein Fortschritt. Naja. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fortschritt war. Aber wir werden vielleicht ja nochmal erfahren, ob es gut oder weniger gut war am Ende. Also ich fand den Bruder jetzt auch nicht wirklich sympathisch. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Okay, das macht ihn mir auch nicht wirklich sympathisch, um ehrlich zu sein. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Valentine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsodi wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkapieren. Ich wollte nur eins. Rache. Jetzt wird's interessant. Na gut, da kommen wir eigentlich auch schon mit dem Questrelevanten dazu, was er gegen die Boss-Hodis hat. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Wie mich? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Ja, natürlich. Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Mhm. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt... Dann Dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Totenmaske meiner Mutter, das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde, noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Okay, langsam wird es auf jeden Fall interessant hier. Und er wird mir auch nicht mehr ganz so unsympathisch wie am Anfang. Am Anfang dachte ich, was ist das für ein Wichser? Aber jetzt bin ich echt gespannt, mehr zu erfahren. Und dann? Ah, was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer.
Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Oh, ich würde ihm ja eine Umarmung geben eigentlich. Aber ich glaube, eine Umarmung wird jetzt nicht möglich sein. Schade eigentlich. Ich glaube, das könnte echt gebrauchen. Na gut, die dritte Aufgabe, davon hat er noch gar nichts erzählt. Wird sicherlich etwas schwieriger sein als die vorigen beiden. Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Hering? Was kommt jetzt? Okay. Na los, nicht so trödeln. So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Oh, komm, Hexe. Kaum aus dem Fass raus, schon reiten. Das wird richtig schön wehtun. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Genau, ich frag mal ein bisschen weiter. Und wie gesagt, aus dem Fass aufs Pferd, das ist schon brutal für die Knochen. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essenfassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Dich wird es eines Tages noch erwischen. Die Frage ist nur wie. Töten kann man ihn ja nicht. Man kann ihm nur alles nehmen, was er hat. Aber offenbar hat man das ja auch schon getan. Zumindest so, wie ich es entnommen habe. Ist die Frage, wie kann man ihm noch schaden, so wie er drauf ist? Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Ja, offenbar hat er ein Herz aus Stein, wie es scheint. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Wo sind wir aber selbstsicher? Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst? Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Oh ja. Aber so richtig. Ja, ich habe geliebt. Können wir jetzt zur Sache kommen? Sollen wir uns nicht lieber reinsetzen und bei etwas Feuerwasser plauschen? Ach, je.
Eigentlich will ich mit ihm was trinken. Ich bin neugierig, mehr über ihn zu erfahren. Deswegen hätte ich gerne eine Trinkoption gehabt, aber... nehmen wir das hier. Wir trinken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Das ist wohl nicht möglich. Wenn du sie erledigst, ist das mein Ende. Wenn nicht, kommst du nicht wieder. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Ich muss ihn töten, oder was? Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föhl. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Interessante Aufgabe auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Wieder mal so eine Sache, wo man sich fragt, scheiße. Wie soll ich es schaffen? Aber es wird schon Mittel und Wege geben. Die Quest wird mich leiten. Es sei kundgetan, dass die Kanalisation von Ochsenfurt bis auf Weiteres geschlossen bleibt und der Zeichner Oberst Albrecht Hockenhole, 2. Infanteriedivision der Redanischen Armee. Ha, wieso wurde das nur gesperrt? Ich weiß es nicht. Könnte es mit irgendwelchen Monstrositäten zu tun haben? Man munkelt. Nikolas Friedmann. Habe ich mit dem schon mal geredet? Der hat einen Namen, der ist bestimmt wichtig. Hexerauftrag. Na, schau einer an. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Och, reden wir mal erstmal über die Belohnung und dann sehen wir weiter. Reden wir über die Belohnung. Wehre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die Redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Nur das. Warte mal, wenn er so kommt, Ich sehe, du wirst vernünftiger. So kommen wir weiter. Aber es ist immer noch zu viel. Okay, so viel Geld haben die dann offenbar auch nicht. Ich sehe, du wirst vernünftiger. So kommen wir weiter. Aber es ist immer noch zu viel. Ja, leck mich am Arsch. Erst so groß rumtönen und dann muss ich doch runtergehen wie sonst was. Na schön, das kann ich reinen Gewissens zahlen. Na gut, so gerade eben. Ich bin auf die Kreatur gespannt. Ich weiß nicht, ob das die ganz schwierige Quest war in Ochsenfurt. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Na gut, dann auf. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss, unsere provisorische Leichenhalle. So, und nochmal Punkt 2. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. So, der Betrunkene von Ochsen. Okay, das ist offenbar auch eher eine kläglichere Quest, um das mal so zu sagen.
Warte mal. Der Betrunkene von Ochsen... Ja, Stufe 26. Da, das dachte ich zuerst. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Oh, das könnte man sich auch vielleicht mal antun, oder? Ich meine, ehe wir uns diesen einen Auftrag antun, komm, machen wir einmal den hier und ich glaube, ich versuche dann auch die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt, was ja vermutlich der schwerste Auftrag des gesamten Hauptspiels sein könnte, so um und bei. Habe ich zumindest so den Eindruck. Was ist denn überhaupt alles fehlgeschlagen? Der letzte Wunsch, ja. Waffenbrüder Nilfgaard, da hatte ich keinen Bock drauf. Und Siegesgeschichte, das Rennen, genau. Okay, nächste Folge heißt es denn also Auftrag der Betrunkene von Ochsenfurt. Aber für heute verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran, etwas mehr von Olgir zu erfahren. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und er ist mir nicht mehr ganz so unsympathisch wie vorher. Fragt mich, ob ihr das auch so seht. Könnt ihr ja ruhig in die Kommentare schreiben. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.